Herzlich willkommen. Sie hören eine Sendung der Kirchen in Teterow. Heute spricht Alexander Lemke zu Ihnen, Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Teterow. Gott sucht unsere Gemeinschaft. Niemand wird ausgeschlossen. Alle, die Sehnsucht haben, alle, denen ihre Last manchmal schwer wird, sind willkommen, auch du. Moin. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Lass uns feiern und Andacht halten im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine Sorgen, meine Nöte, mein Lachen und meine Freude, alles lege ich in Gottes Hand. Ich bete für uns alle, egal von wo du dich zugeschaltet hast. Lass uns aber vorher einen Moment still werden. Gott, du bist treu. Dein Herz ist aufgetan in Jesus Christus, deinem Sohn. Du lädst uns ein. Wir danken dir, dass wir ein Zuhause finden in deiner Gegenwart. Lass unseren Glauben wachsen unter deinem Wort. Schenk uns Gemeinschaft untereinander. Hilf uns, deine Güte an allen Orten zu bezeugen. Durch ihn, unseren Herrn, Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Bibeltext, den ich heute bedenken will, steht im Zweiten Testament, im ersten Brief des Paulus an die Korinther, im 14. Kapitel. Ich lese. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde es euch nützen? Wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre. So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten. Wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet, wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr. Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Amen. Gemeinde Jesu Christi, es soll ja auch vorkommen, dass Menschen den Gottesdienst besuchen,
die noch nicht viel vom Glauben wissen. Was wir machen, was in der Kirche passiert, erschließt sich wohl auch nicht jedem gleich auf Anhieb. Ich kann mir vorstellen, dass es befremdlich wirkt, wie eine andere Sprache. Oder geheimnisvoll, mysteriös. Vielleicht ist unser Kirchenschnack für diese Leute aber auch einfach nur altbacken und unverständlich. So unverständlich, als würden wir lallen oder stottern. Da treten Fragen auf wie, sind wir als Uneingeweihte überhaupt willkommen? Sind wir damit gemeint? Wollen wir überhaupt etwas mit dem zu tun haben, was hier läuft? Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth, dass man mit größter Klarheit von Gott und seiner Botschaft sprechen sollte. Er nennt das prophetisch reden. Und ich denke, ja, wenn das so leicht wäre, prophetisch reden, mit aller Deutlichkeit und Klarheit, wenn ich mich so verständlich machen könnte, dann würde ich sie alle erreichen. Die, die nun mal reinschnuppern wollen, die, die jemanden verloren haben und schrecklich vermissen, die, die gerne öfter hier wären, aber nicht können, die, die oft kommen und für ihren Alltag erbaut werden wollen und die, die nicht mehr wissen, warum sie eigentlich noch hier sind. Dann könnte ich sie erbauen, ermahnen und trösten. Herrlich. Dann würden wir als Gemeinde vielleicht auch selber besser verstehen und mehr davon haben, was wir hier jeden Sonntag im Gottesdienst tun. Und vielleicht wäre uns dann auch deutlich, was uns selbst unzugänglich bleibt, was wir noch nicht verstehen. In der Gemeinde, an die Paulus schreibt, gibt es ein Phänomen, die Zungenrede. Die Zungenrede wirkt wie ein Lallen. Es gibt keine echte Struktur in Sätzen oder Wortgruppen. Laute, Worte, Silben schießen ekstatisch aus den Menschen, als würde sie ein Engel ausbringen. Was man hört, scheint erst einmal keinen Sinn zu machen. Man sieht die Emotionen, hört Laute der Zungenredner und Zungenrednerinnen. Die Selbstkontrolle scheint aufgehoben, nur noch Trance. Von denjenigen, die in Zungen reden, wird es selbst meist als große Befreiung oder Reinigung erlebt. Auf jeden Fall muss das Gehörte übersetzt werden. Die Zungenrede muss gedeutet werden. Das Problem: Paulus beobachtet in Korinth, dass die Erfahrung mit Zungenrede nicht gesucht wird, um sich über Gott auszutauschen. Gemeindeglieder reden in Zungen, weil sie ja überwältigt sein wollen, außer sich sein wollen, ja ergriffen und sich selbst erbauen wollen. Aber Paulus sagt, ihr müsst derlei Erfahrungen den anderen zugänglich machen. Eure Erfahrungen mit Gott gebt weiter, teilt sie untereinander in aller Klarheit und Verständlichkeit. Also prophetisch reden, klar und deutlich, oder? Aber hat es nicht auch seinen Grund, dass die Sprache, die wir im Gottesdienst sprechen, nicht immer verstanden wird? Wir bewegen uns schließlich in Dimensionen der Wirklichkeit, die Menschen für ihr Leben gerne ausblenden. Sünde und Vergebung. Sünde gibt es nur noch in der Werbung, wenn es um Süßes geht. Die eigene Schuldfähigkeit aber wird für das eigene Leben gerne ausgeklammert oder verallgemeinert. Es gibt ja immer gute Gründe für mein Verhalten, die außerhalb meiner selbst zu suchen sind. Ich entschuldige mich. Aber zu verstehen, dass wir uns selbst gar nicht entschuldigen können, das bedarf für manch einen schon gedanklicher Verrenkung. Es passt eben nicht mehr in die Zeit, so meint man. Wir können um Verzeihung bitten und werden von unserem Gegenüber entschuldigt. Wir können uns nicht von der Sünde freisprechen. Das kann uns nur zugesprochen werden. Auch urmenschliche Erfahrungen
wie Leiden und Erlösung werden nicht mehr radikal durchlebt und bewusst erfahren, sondern in Wellness-Oasen und Ratgeberliteratur outgesourced und erträglich gemacht. Religiöse Praxis, religiöse Gemeinschaft, das können auch die Esoteriker machen. Der moderne Mensch, der Homo economicus et consumator, kommt doch ganz ohne göttliche Weisung aus. Es braucht eine Sprache. Sich versündigen, Vergebung erfahren, Erlösung und Heil, all das ist schwer in Worte zu kleiden. In den letzten 2000 Jahren haben wir Worte für uns gefunden, aus ihnen gelebt, mit ihnen unser Leben verstanden. Ist es da nicht recht und billig, wenn die anderen, die in unsere Gottesdienste kommen, unsere Sprache lernen? Schließlich bewahren wir in unserem Kirchensprech doch ein wahrhaftiges Bewusstsein für das, was uns Menschen wirklich angeht. Paulus sagt, was im Herzen verborgen ist, würde offenbar. Gemeinde Jesu Christi, die Zungenrede gilt in Korinth als erstrebenswert, als Gabe und als Zeichen des Heiligen Geistes. Und auch Paulus bewertet sie durchaus positiv. Wie steht es denn bei uns um die zungenhafte Sprache? Wie ist das mit unserem Ringen um Sprache für Erfahrungen, die uns einfach umhauen? Wo teilen wir miteinander, wenn wir erschüttert oder ergriffen sind in unaussprechlichen Seufzern? Wenn wir tief bewegt sind von Liebe und Hass, Leid und Glück? Ja, klar, unsere Sprache im Gottesdienst erreicht nicht jeden und wirkt auf die eine oder den anderen wie Gebrabbel. Aber ist unsere Sprache nicht auch eine religiös verarmte Sprache? Oi weis mir. Wäre es da nicht angebracht, zu stammeln und zu stottern, aber auch zu jauchzen und zu jubeln, ja meinetwegen auch das Lallen und Lachen wieder zu lernen oder besser wieder kommen zu lassen? Ha! Liebe Gemeinde, dabei müssen wir uns auch eingestehen, dass das Kreuz einfach sprachlos macht. Wir suchen ein göttliches Geheimnis zu sagen, ein Geheimnis, bei dem wir uns mühen, es in trinitarischen Formeln zu begreifen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und tasten nach dem Unfassbaren in Griechisch und Hebräisch. Also gar nicht in unserer Muttersprache rufen wir Gott an, beten und bitten, Kyrie eleison, jubeln, Halleluja. Und hoffen und bestätigen alles mit Amen, so sei es. Aber das Kreuz sprengt unsere Sprachfähigkeit vor Gott und den Menschen. Es übersteigt uns einfach. Nur schwer finden wir bekannte Worte dafür. Und das muss man erstmal aushalten, geduldig ertragen. Dafür braucht es Mut und Eingebung. Es braucht eine Sprache, die uns die Welt neu werden lässt. Und wohl auch ein Verstehen darum, dass Zungenrede und prophetische Rede einander nicht ausschließen. Wir brauchen die Klarheit, die Verständlichkeit und den Weitblick der prophetischen Sprache. Sie kleidet das in Worte, was auf uns zukommt, indem sie zu fassen versucht, was jetzt geschieht und was war. Wir brauchen auch die Zungenrede, die sich in ungewohnten, fremden und ausdrucksstarken Formen, Lauten und Liturgien dem Göttlichen nährt. Beide, Zungen und prophetische Rede, wollen das Unaussprechliche sagen. Und machen wir uns nichts vor, auch als Eingeweihte bleibt uns vieles verschlossen, Gott weiß es. Unsere liturgischen Formen, unsere Gottesdienste, unser Singen und Beten müssen neu gedeutet werden. Gott sei es geklagt. Auch die sogenannten Profis sind hin und wieder überfordert und müssen gestehen, dass sie in die Sprachschule Gottes gehören, um zu lernen, wie man den Kern der christlichen Botschaft weitersagt. Gemeinde Jesu Christi, Gott zu erfahren, sei es ekstatisch oder in verstandesmäßiger Klarheit, ist keine
göttliche Auszeichnung. Keine Medaille, die wir uns um den Hals hängen. Kein Pokal, den wir in die Vitrine stellen. Das wäre kindisch und egoistisch. Zu glauben heißt auch, dass man versucht zu verstehen, was es ist, was man erlebt. Dass man das Gespräch sucht mit denen, die einen diese Erfahrung in Gemeinschaft ermöglichen. Und dass man versteht, dass alles eine Gabe bleibt. Eine Begabung, mit der man losziehen sollte, um anderen zum Leben zu verhelfen. Das ist es auch, was Gott für und an uns sucht. Gelingendes Leben. Egal, ob er uns die größte Klarheit schenkt, die in Worte kleidet, oder uns in Lachen, Tränen und ekstatischen Rufen tanzen lässt, als lebendige Instrumente Gottes. Amen. Wir verbinden uns mit allen Christen auf der Welt und beten so, wie es uns unser Herr, Jesus Christus, gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind ans Ende dieser Andacht gelangt, stehen aber am Anfang der neuen Woche. Sie möge unter dem Segen Gottes für euch beginnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Sie hörten eine Sendung der Kirchen in Teterow. Haben Sie Rückmeldungen oder seelsorgerliche Fragen? Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer 03996 188-9996. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie Gott befohlen.